Hallo und willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Es war Sonntag oder es ist immer noch Sonntag. Ich bin nach 6 Stunden Besuch des Flohmarkts mit meinem Bruder zurück zu Hause und die Sachen sind sortiert, sauber gemacht und ja, jetzt bereit, euch zu zeigen. Sonntags, jetzt ja, kurz vor Mai, ist wieder ja, die Flohmarkt-Saison hier im Norden in Schleswig-Holstein losgegangen. Es war echt voll. Wir waren auf einem großen Flohmarkt, also einem einzigen nur, und wir haben echt bis zur Hälfte echt 3 Stunden gebraucht, weil es immer voller wurde. Es war zum Ende auch, man kam kaum noch durch die Gänge. Wir haben schöne Sachen gefunden. So vielseitig, und ich habe es jetzt sortiert, dass ich nicht alle Preise zusammenkriege. Bitte entschuldigt das, wenn ich das auch nur grob euch dann mitteile. Aber wir haben sehr viel schöne Sachen gefunden und ich kann nur sagen, es war sehr überraschend. Das war einfach sehr spaßig. Also es war auch anstrengend, kann man auch sagen. Also die ganze Zeit dann 6 Stunden, man läuft, man merkt manchmal auch gar nicht die Zeit. Man findet hier was, guckt da was. Es war interessant. Es waren sehr viele Händler auch da oder auch Schrottverwerter, wie man auch immer die nennen will, ein Rümpler. Da haben wir aber nicht so viel gefunden. Bei den Games-Händlern überfliegen wir meistens nur. Wir waren ein bisschen da, haben 1-2 Sachen gekauft. Aber da waren auch diese Händler, wo es echt weh tat, sich die Auslage anzugucken. Also da war einer, der hatte Gameboy-Spiele. Die waren so sonnengebleicht, dass man kaum noch die Titel lesen konnte. Aber die Preise, die konnte man deutlich lesen. Ja, und wie gesagt, ich würde ja kein Game kaufen. Ne? Kenn ich für 10 Euro ein Gameboy-Spiel, wo ich kaum noch das Cover lesen kann. Naja, aber ihr seid ja gespannt, was haben wir alles gefunden? Ich weiß gar nicht, wo ich groß anfangen soll und oder wie ich es am besten mache. Aber ich habe festgestellt, ihr wollt, dass ich die Games immer gerne zuletzt zeige. Also fange ich jetzt mit Filmen an. Wir haben reichlich Blu-Rays gefunden, noch ein paar DVDs. Blu-Rays sind zum größten Teil auch Sammlungs-Upgrades. Also ich habe die DVD gehabt und die wird umgetauscht. Aber ich habe echt interessante Sachen gefunden. Und der Anfang, ich glaube, wir haben so 3 Euro dafür bezahlt. Das ist eigentlich mehr so ein Gimmick, aber gar nicht so schlecht. Zweimal. Und zwar 3D-Brillen. Das sind 3D-Brillen, die man an eine Brille klemmen kann. Richtig cool. Meistens hat man ja nur diese Pappgestelle immer dabei. Dann haben wir gesagt, nee, das nehmen wir mal mit. Das macht sich doch ganz gut. Man hat immer mal 3D-Bilder zu sehen, nur gerade wenn man so mit Retro zu tun hat. Und das ist einfacher, als diese Pappdinger aufzusetzen, die uns Erwachsene meistens sowieso nicht mehr passen, weil es für Kindergesichter gemacht ist. Also, das war der Anfang, den ich zeige. Das war nicht der Anfang von dem, was wir gefunden haben. Also, das ist auch schwer, das zusammenzufummeln, weil wir haben es ja sortiert. Und ja, so kommt immer eins zum anderen. Ein paar Sachen weiß ich dann eben halt noch vom Preis. Ich kann es ja nur so ungefähr sagen. Deswegen geht es jetzt auch gleich weiter mit Filmen. Na, und ich habe ja gesagt, ein paar DVDs haben wir gefunden. Ihr wisst, mein Bruder und ich sind große Jackie Chan-Fans. Und wir waren dann bei einem Stand. Da hat eine junge Dame, viele Blu-Rays verkauft, auch viele Mangas, besser gesagt. Also Filme waren da nicht wirklich dabei, ganz wenig. Comics, Pokémon-Karten, die gab es auch massig zu kaufen, aber ich bin da überhaupt kein Kenner davon, der Materie. Aber man hat das Gefühl, es gibt einzelne Stände, die nur Pokémon-Karten verkaufen und das lohnt sich. Na egal. Auf jeden Fall hatte die eine ganze Reihe Jackie Chan-Filme auf DVD. Das Problem bei Jackie Chan-Filmen ist oftmals, es gibt entweder sie nicht auf Blu-Ray, noch nicht, oder die Blu-Rays sind schon vergriffen und so teuer, dass man sie sich nicht mehr leisten kann. So, aber im Endeffekt, ganz grob glaube ich, nicht mal, gerade mal 1 Euro pro DVD haben wir bezahlt und da haben wir von Jackie Chan mitgenommen, Jackie Chans Thunderbolt. Den habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Also das ist auch das Interessante. Viele Jackie Chan Filme kenne ich gar nicht und ich bin jetzt dabei, mit meinem Bruder zahlreiche nachzuholen.
Ähnlich wie den hier, den ich gar nicht kenne, in der Masterpiece Edition Digital Remastered The Prisoner. Wie gesagt, kenne ich überhaupt nicht. Auch richtig schöner Zustand, also da kann man auch nichts gegen sagen, sind wirklich im sehr schönen Zustand. Und hier haben wir Drunken Master mit Jackie Chan, auch digital remastered. Auch richtig gut. Und dann das Jackie Chan Superpack Super Fighter 1-3. Da sind im Endeffekt die Einzelfilme lose reingepackt worden, drei Disc übereinander. Und der Nachteil ist, Super Fighter sind die deutschen Titel. In Wirklichkeit heißen die ganz anders. Ne? Super Fighter 1 heißt im Original Project A. Super Fighter 2 ist Fearless Hyena 2. Und Super Fighter 3 ist Fearless Hyena 1. Ne? Also in dem Sinne müsste ich 3 vor 2 gucken. Mann, wer hat das dann damals entschieden? Aber da hat keiner drauf geachtet. Das war's eben. So, dann gab es, glaube ich, auch für 2 Euro einen Manga oder ein Anime, besser gesagt, den mein Bruder mitgenommen hat. Burn Up W. Auch ein sehr schönes Teil. Wie gesagt, ganz günstig. Ist auch schon mittlerweile ein Klassiker. Kommt ja aus den 80er Jahren. Ist. Ich gucke gerade, ob er deutsch synchronisiert ist. Nein, sogar nur Englisch und Japanisch. Kommt auch ohne irgendwas Inlay, aber über die Charaktere wird geredet. Nicht schlecht. So, dann habe ich etwas mehr für die Sammlung, weil im Endeffekt habe ich die Filme ja schon auf Blu-ray. Aber ich bin ja ein Resident Evil-Fan, wie ihr wisst. Und ja, da gab es dann verrückterweise habe ich eine DVD entdeckt von Resident Evil 1, also der mit Mila Jovovich und Michelle Rodriguez. Resident Evil 1 vermied DVD. Und ich bin ja so ein Sammler, verschiedene Versionen. Und dachte, ja, vermied DVD, nimm mal mit. Habe ich 1 Euro gekostet, ist also wirklich nichts dabei. Ist auch kein Booklet. Damals hatten die ja wirklich teilweise noch Booklets. Ja, und 3 Stände weiter finde ich die gleiche nochmal. Habe beide 1 Euro bezahlt. Wobei eine wird mich verlassen, definitiv. Ich habe noch andere Resident Evil Fans in meinem WhatsApp-Chat sozusagen, in meinem Freundeskreis. Besser gesagt, ist in meinem Freundeskreis. Das sagt sich besser. Und somit habe ich gedacht, nehme ich die mit und gebe ich dann eine weiter. Ja. Aber es ist halt eine Version, die man seltener findet. Ja, dann das Letzte, was ich jetzt auf DVD habe, das weiß ich genau, das hat mich 20 Euro gekostet, sind 3 DVD-Boxen. Die sage ich so unten mittendrin, sage ich so grüne ja, Boxen und dann habe ich da gefunden Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles oder Hero Turtles. Besser gesagt, hier kommen die Hero Turtles. Aber jetzt steht da ja Ninja Turtles drauf. Box 1. Und die wird schon richtig teuer gehandelt, habe ich festgestellt. Und ist auch nicht mehr so häufig. Also es gab Box 1. Na, kann ich nicht so hinstellen. Dann gab es da Box 2. Na, auch alle dabei, alle top. Na, gut, die Hülle ist oder die Box ist ein bisschen abgegrabbelt. Aber so ist es meistens. Dann haben wir hier Box 3 und somit habe ich bis Folge 80 komplett. Ja, und das gab es für 20 Euro und ja, da kann man echt nichts gegen sagen. Das ist echt klasse. Ja, weiter geht es dann jetzt mit Blu-rays, die wir gefunden haben. Es sind ein paar Ausnahmen dabei. Also meistens haben so die Blu-rays von 1,50 Euro bis 3 Euro. Max 1, 2 waren 4. Aber auch eine Handvoll, sage ich mal, haben so um die 8 Euro gekostet. Aber wir konnten das immer bundeln, so damit wir, dass wir einen guten Kurs gekriegt haben, weil da auch ein paar Neuheiten dabei waren. So, ich nehme einfach mir mal einen Stapel und dann zeige ich euch die Filme, die ich da oder wir mitgenommen haben. Einer eigentlich mehr für die Sammlung als Game-Fan. Und ja, weil ich den Regisseur mal persönlich interviewt habe, findet ihr übrigens auch in der Videoliste. Schaut mal nach, denn ich habe mal Uwe Boll interviewt und von Uwe Boll ist Far Cry mit Til Schweiger. Also Uwe Bolls Interview, mein Uwe Boll Interview, super interessant. Unten mal kurz dann googeln in meiner Verzeichnisliste sozusagen. Richtig interessant, er hat richtig viel geredet über seine Arbeit. Naja, der Film... Ja, ich brauche über Boll-Filme nicht viel zu sagen, aber ich glaube, der kostet 1 Euro. Da kann man auch sagen, okay, nimm an die Sammlung mit. Wir haben ihn in der DVD gehabt, also es ist ein Upgrade.
kein Upgrade, einfach neu dabei. Ein Film, ich habe keine Ahnung, wie der Film ist. Ich habe auch nur gehört, dass er den Film gemacht hat. Und zwar Bloodfather von Mel Gibson. Richtig cool. Was mich echt gewundert hat, auf der Blu-ray hier unten ist eine Art Seriennummer drauf. Habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, vielleicht ist es eine Gefängnisnummer, das weiß ich auch nicht. Aber ja, hatten wir noch nicht in der Sammlung. Ist auch noch nicht so alt, glaube ich, ne? Ich kenne ihn nämlich noch gar nicht. Ich gucke gerade nach dem Datum. 2016, na gut, auch schon 7-8 Jahre alt. Na Wahnsinn. Gut, was habe ich dann noch hier? Im Endeffekt habe ich keine Ahnung, welcher Film es ist. Es ist ein Hongkong-Film. Mein Bruder kennt den wohl. Und zwar ist es ein Actionfilm. Iris, der Spion aus der Kälte. Kenne ich so nicht. Ist interessant. Wie gesagt, gab es, glaube ich, sogar sealed für 2 Euro. Ähnlich gefunden. Für gleichen Preis, aber weil man es zusammen hat. Teil 1, glaube ich, ist in der Sammlung, aber so kann man es nochmal haben. Die Dead Race Trilogie. Teil 1 bis 3, alle dabei. Sind im Endeffekt auch die Original-Discs, die es einer Einzeledition gab. Das wird auch hinten drauf gezeigt. Nur der erste Film ist aber mit Jason Statham. Aber gut, okay. Ist halt dann so. Dann habe ich mitgenommen Im tiefen Tal, oder mein Bruder hat den ausgesucht, ich kenne ihn gar nicht, aber es soll richtig geil sein. Im tiefen Tal der Super Babes mit Chris Pratt, unserem Star-Lord, also von Guardians of the Galaxy, und Denise Richards. Eine Erotikkomödie der modernen Art. Ich kenne sie nicht, muss ich mir unbedingt angucken. Könnte lustig sein. Und hier habe ich jetzt einen Klassiker, der musste auch sein. Ist ein Upgrade, aber ein großartiger Film. Harrison Ford, die Stunde der Patrioten. Wie gesagt, der musste in die Sammlung, jetzt wo einer ihn verkauft hat, kommt er in meine schöne Sammlung. Und ähnlich ist, kommt auch mit diesem Film, und zwar Arnold Schwarzenegger, James Belushi. Na, welcher Film ist es? Red Heat. Wem das sofort eingefallen ist, gratuliere. Ja, wie gesagt, gab es auch für einen schmalen Taler. Kann man dann auch upgraden. Genauso in die Sammlung jetzt Atomic Blonde, Charlize Theron, James McAvoy. Spielt in Berlin, das macht den auch irgendwie so ein bisschen deutschstämmig, gar nicht so schlecht. Ja, auch ein Klassiker, bevor ich hier zu 2 DVD-Sachen komme. Karate Tiger mit Jean-Claude Van Damme. Wie gesagt, gab es teilweise für einen schmalen Taler. Und da sagt man dann auch nicht nein. Und hier 2 Serien. Das ist jetzt aber auch schon Staffel 4. Aber wie gesagt, ist eine schöne Serie. Primeval ist eine britische Serie, die aber, glaube ich, hier in dieser 4. Staffel nach Amerika ging mit Zeitreisen und Sauriern. Richtig gut. Und was uns noch fehlte, die 3. Staffel von Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ja. Weiter geht es dann. Sind noch ein paar Filme da. Okay. Dann habe ich hier auch eine Serie, mache ich da gleich mal weiter. Und zwar auf Blu-ray auch die komplette 7. Staffel von Game of Thrones. Hier in so einem schönen durchsichtigen Schuber. Wirklich nicht schlecht. Ja, dann, mein Bruder wollte ihn mal wieder sehen. Wir hatten ihn noch nicht in der Sammlung. I Am Legend mit Will Smith. Da ist interessant, es ist ja gerade bekannt gegeben worden, dass er die Fortsetzung von dem Film dreht. Und mein Bruder wurde darauf aufmerksam und dann hat er festgestellt, er stirbt doch am Ende des Films. Ja, das liegt aber daran, bei der Fortsetzung haben sie sich auf die alternative Fassung berufen, die hier nur drauf ist. Das heißt, man muss die alternative Fassung, die anders ausgeht, sich angucken und entsprechend geht die Geschichte weiter. Na gut, ist nicht mein Film gewesen, ich habe mich damals im Kino gesehen. Aber ich glaube, für 1 Euro habe ich noch am Flohmarkt genommen, mit dem eben halt war sogar noch sealed. Ja, sagt man nichts. Genauso für 1,50 Euro habe ich mitgenommen Schneemann mit Michael Fassbender oder Michael Fassbender. Großartiger Roman. Film, ja, ist verhunzt den Roman, weil eine Hauptfigur zum Beispiel stirbt, die im weiteren Roman noch drin ist und hat die Geschichte komplett verdreht. Michael Fassbender soll auch nicht zufrieden gewesen sein mit dem Ergebnis. Aber ich wollte mir die Specials angucken und vielleicht wollte ich mir nochmal angucken, weil er hatte viele gute Ansätze. Spielt leider
den Clou des ganzen Films nicht richtig aus. Man merkt, dass sie da viel umarrangiert haben. Also, Schneemann wollte ich auch nochmal in der Sammlung haben. Wie gesagt, für den Preis ging es auch immer noch. Und hier habe ich jetzt einen Jet Li-Film, Fist of Legend. Jet Li ist ja auch kein schlechter Schauspieler und Kampfsport, ja, gucke ich mit meinem Bruder ja ganz gerne. Wenn es jetzt eben halt gerade ja, mit Jackie Chan, gut, das ist ja mehr Comedy-Action, aber ja, ach so ist es ja eben halt, Leute, ihr wisst ja Bescheid. Was soll ich da sagen, das ist so ein bisschen ernsteres Action, genauso wie auch mit Donnie Yen gucken wir auch Filme wie die Ip Man-Filme. Macht auch mal Spaß. So, ich habe noch mehr Filme. Ich bin noch gar nicht zu Ende, Leute. Ein weiterer Klassiker haben wir gefunden, ist auch ein Upgrade, Excalibur. Ja, die König Arthur-Saga aus den 80er Jahren, richtig klasse. So, und jetzt haben, hier habe ich noch einen Klassiker, der war sogar auch noch sealed. Nico mit Steven Seagal, auch einer seiner Filme, die man wirklich sehen kann. Die ersten waren ja mit die besten, obwohl mein Favorite ist immer noch die Alarmstufe Rot. Ja, Duologie. Gut, kann man nicht anders sagen. So, jetzt kommen jetzt hier noch drei Neuheiten, die uns noch in der Sammlung fehlten. Von zwei in einer, nur in einer Schutzhülle gepackt sind. Und zwar kommt hier einmal, und die haben so um die 7 Euro gekostet. Deswegen meinte ich vorhin mit etwas teurer. Hier haben wir einmal The Batman. Und ihr seht das, was das für Stapel ist. Naja, es muss ja auch sich was lohnen, wenn man 6 Stunden auf dem Flohmarkt ist. Man muss ja auch was finden. Dann habe ich hier Thor Love and Thunder. Muss da auch sein, dass man das in der Sammlung hat als Marvel-Fan, genauso wie als DC-Fan mit Pierce Brosnan und Dwayne The Rock Johnson Black Adam. Ja. Das passte ganz gut. So, und es ist hier noch voll. Leute, ich habe jetzt nur einen Teil von meinem Stuhl weggenommen. Ich gehe mit so einem Buch weiter. Ich will gar nicht so viel Pausen machen, weil ich pausenlos euch Sachen zeigen kann. Mein Bruder hat einen Fantasy-Roman gefunden, und zwar Das Schwert der Wahrheit von Terry Gottkind. Der Autor ist wohl mittlerweile verstorben. Die Goldene Göttin. Das Buch fehlt ihm noch. Hier steht noch Novelle 1. Halt in sehr schönem Zustand. Ich glaube, hat auch nur 1 oder 2 Euro gekostet. Ich habe das gar nicht, ich habe es nur mitbekommen, dass er es mitgekauft hat, aber ich habe woanders geguckt. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Ja, wo gehe ich weiter? Also ich habe hier noch reichlich Sachen. Genau, ich gehe mir jetzt mal weiter. Da, das ist eine Sache, die mein Bruder gekauft hat, gleich relativ früh, für 5 Euro. Ein Logitech G432 Kopfhörer, ab für 5 Euro. Ist im gebrauchten Zustand, aber noch sehr gut. Und weil der Kopfhörer von meinem Bruder halt ein bisschen kaputt gegangen ist, hat er gedacht, nimmt er den mit, und hatte wohl auch den gleichen schon auf deiner Arbeit. Somit dachte er, ja, kann man den ja für den Preis mitnehmen. So, wo geht's weiter? Ja, bevor ich zu den Computerspielen komme, ja, ich muss mal ein bisschen auflockern. Also, es kommen jetzt Figuren. Es ist zwar Computerspiel, aber auch Figurenteile. Und zwar Disney Infinity Figuren haben wir gefunden. So etwa 1,50 Euro pro Figur. 3 Figuren. Hier habe ich jetzt 3 von diesen Münzen, die auch was freischalten. Einmal Fixit Felix. Dann sieht nach Dumbo aus. Und hier habe ich Alice im Wunderland. Fragt mich nicht, was das freischaltet, aber das war jetzt in dem Wandel dabei, weil wir die ganzen Disney Infinity Figuren mitgenommen haben. Und zwar haben wir mitgenommen Toto und den Lone Ranger. Gehört zusammen, deswegen zeige ich sie auch jetzt zusammen. Richtig hübsche Figuren. Diese Disney Infinity waren ja so ein bisschen, oh, Jump-and-Run-Levels, so einfache, kindgerechte, so ein System, was man, wo man eine Art Basisstation anschließt, das Computerspiel drin hat und dann mit Hilfe diese Figuren braucht, um sie freizuschalten. Man stellt sie auf die Basisstation, kann eben halt ihnen Fähigkeiten oder irgendwas vermitteln durch diese Münzen und kann mit diesen Figuren dann spielen, wenn man sie auf die Station bringt. Funktioniert leider nicht mehr so ganz so gut, weil es eingestellt ist, das System. Aber die Figuren sind super schön und haben eben halt diesen leichten Comic-Look, ja, und lassen sich gut hinstellen, und deswegen kauft man sie auch ganz gerne. Gerade die Disney-Figuren sind sehr, sehr hübsch,
Oder wie wir hier haben noch, der fehlt uns noch für Jack Sparrow, habe ich aber keinen Barbosa. Auch nicht cool, so im Comic-Style. Und wie gesagt, für 1,50 € kann man den doch mitnehmen. Eine Figur, die nicht so günstig war, aber mein Bruder fehlte, weil er sie nie gesehen hatte, hat aber um die, es war einer, der viel Computerspiele verkauft hat, seine eigene Sammlung reduziert hat und so weiter, auch richtig schöne Sachen hatte. Der hatte in viele Gameboy-Spiele in Top-Zustand, auch Schutzhüllen wie die Shining Force-Teile, wie Zone of the Ender, also für Gameboy Advance waren das, die Final Fantasy-Spiele, die dann halt für Gameboy gab, Turtles, Radical Rescue, Teil 3 und 2, glaube ich. Aber also schöner Zustand, aber er wollte auch die richtigen Preise haben. Also er wollte auch schon seine 300 Euro, 400 Euro für die Spiele teilweise haben, was ich nicht ausgebe. Aber für 25 Euro, wir haben im Bundle das runtergehandelt, hat mein Bruder entdeckt, Sephiroth, die Amiibo-Figur. Richtig schöne Figur. Und ja, mein Bruder hatte nur Cloud, Sephiroth hat er noch nicht gehabt von Final Fantasy 7. Ja, und für den Preis hat er gesagt, nimm er mit. Wird so im Netz so um die 30, vielleicht 35 maximal gehandelt. Also in dem Sinne ist ein schöner Kurs, die Hülle ist total top in Zustand. Ja, ich habe da noch eine Figur gefunden, die ist nicht ganz vollständig. Mein Angebot an den Verkäufer war dann entsprechend überlegt. Ich habe gedacht, also er wollte 10 Euro für die Figur haben. Und ich habe dann gesagt, okay, das Zubehör meinte, er hat dann noch zu Hause, hat es noch nicht gefunden. Habe ich gesagt, okay, ich gebe dir 5 Euro jetzt für die Figur. Und falls du diese Teile findest, kriegst du nochmal 5 Euro von mir. Ne? Habe ihm meine E-Mail-Adresse gegeben und wenn er sich meldet, ja, ne, da ist es, dann freue ich mich drüber. So zu sagen, fehlt die Waffe. Und die Figur ist auch schon älter, das ist mindestens 20 Jahre alt, ist auch nicht die hübscheste, aber ist recht selten. Und wird auch so, ich habe eine im Netz gefunden, glaube ich, da hat sie um die 40 Euro gekostet. Also in dem Sinne ist mein Kurs richtig gut. Und zwar handelt es sich um Leon S. Kennedy. Das ist eine Moby Dick-Figur. Pistole fehlt von ihm. Sieht ihm nicht jetzt wirklich ähnlich. Es gibt eine Fußplatte, wo Biohazard steht. Hier steht auch Capcom drauf, ist also offiziell. So, und ich kann ihn hier jetzt draufstellen. So stand er auch auf dem Tisch. Im ersten Blick nicht wirklich zu erkennen. Aber ja, habe ich mir gedacht, nehme ich mit. Es war was anderes noch, Leute. Kann man jetzt sagen. Und ob sie mich. Wird mich vielleicht auch verlassen wieder, werde ich sehen, aber erstmal, ja, irgendwie hat sie mich gereizt. Gut. Überlege gerade, wie gehe ich das? Oder ja, ich wechsle mal ein bisschen. Ein paar Spiele zeige ich. Bei einem Händler hat mein Bruder mal geguckt und da lagen Mega Drive-Spiele. Aber waren auch schon ein bisschen ausgeblichen und mein Bruder war schon vorsichtig am Fragen, was kosten die denn so, ne, ungefähr, die Preisspanne. Ja, und dann sagte der so um die 10 Euro plus minus. Naja, mein Bruder hat jetzt für 10 Euro jeweils 2 Spiele genommen. Bei dem einen hat er sich doch hinterher ein bisschen geärgert wegen dem Zustand, dass er den Preis ausgegeben hat. Und zwar das Schlechtere, das lege ich auch gleich hier wieder zur Seite, weil es ist noch nicht komplett sauber. Deswegen zeige ich euch das mal im Rohzustand sozusagen. Das ist noch ein bisschen am Trocknen und es ist auch durchgenässt gewesen, sonnengebleicht. Aber mein Bruder wollte es gerne haben. Lotus Turbo Challenge bis Mega Drive. Ihr seht, also Modul habe ich hier noch in der Hülle, das ist trocknet so ein bisschen, das dient so als Trenner sozusagen. Das Cover ist schon, ihr seht das ausgeblichen hinten, Flecke. Ja, ist nicht das Beste, das dicke Handbuch ist aber vollständig, auch wenn es schon seine Tage ein bisschen gesehen hat. Und ja, kann man aber machen, also er wollte es machen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen weniger gehandelt, aber das ist so Gefühl, weiß es immer nicht und ich war da auch nicht ganz so dabei, dass ich jetzt oder mitgeredet habe, dass ich jetzt sagen kann, okay, das war's. Naja, und das zweite Spiel, was ich jetzt hier in der Hand halte, was hatte, war Super Thunderblade. Ein richtiger Hubschrauber, Baller, Action, Klassiker. Habe ich auch auf dem Automaten mal gespielt. Richtig klasse. Und der Zustand ist wirklich gut.
abgesehen vom Cover, das so ein bisschen angegriffen ist, aber das ist im Vergleich zum anderen top. Ihr könnt sehen, Handbuch dabei, Modul top. Das kann man wirklich sich sehen lassen. Mal hier oben hinstellen. Wie gesagt, das eine kann ich jetzt gar nicht zeigen. Ja. Okay, jetzt mache ich was Größeres zeigen, damit ich da was rauflegen kann. Anders geht es leider nicht. Also ich werde nachher für den Einzelshot schon richtig viel basteln müssen, damit ich das euch alles nochmal im Gesamten präsentieren kann. Das andere war der auch diese Amiibo hatte. Mein Bruder hat da noch ein paar Spiele gekauft, die zeige ich euch noch so. Hat er auch da was liegen? Ein Brettspiel, das mich gereizt hat. Wollte 10 Euro dafür haben. Nee, 12 Euro. Ich habe es auf 10 runtergehandelt. Ist ein Spiel, was in Europa erschienen ist, nicht aber in Deutschland. Es ist, glaube ich, er hat es in den Niederlanden gefunden, ist aber komplett englischer Text. So, und die Rede ist von Teenage Mutant Ninja Turtles oder Teenage Mutant Hero Turtles Tower of Doom Skill and Action Game. Und richtig cool. Hier könnt ihr hinten sehen. Na, es ist vollständig. Ich habe es auch nur angeguckt bisher. Ich mache es vorsichtig mal auf. Da ist unten so ein Boden. Da wird dann ein Turm aus Pappe gebaut. Und da sind dann solche Schwerter drin. Und ihr müsst irgendwie wohl diese Turtles, die so ein bisschen lustig aussehen, auffangen. Die fallen dann da rein und rutschen hier unten raus. Ja. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich habe hier auch einen Schredder. Richtig lustig. Ich sehe, das ist hier aber leider so ein bisschen komisch gebogen ist. Ich muss mal gucken, ob es richtig ist. Es ist, wie gesagt, noch sehr, sehr frisch. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Ich habe es auch, wie gesagt, ich habe nur sauber gemacht und dann habe ich das Video gleich angefangen zu drehen, damit ich euch das zeigen kann. Oder fertig machen kann. Deswegen packe ich es auch jetzt erstmal auf den Boden, damit ich hier noch Platz habe für die weiteren Games. Ich habe noch eine Menge Games hier, aber auch noch andere Sachen. Ich weiß ja mal gar nicht, wo man anfängt. Aber jetzt fange ich mal an. Ich habe noch ein paar Bücher gefunden. Für 3 Euro gab es 2 Tomb Raider Comics. Deutsche Comics von GameX. Einmal dieses hier. Okay. Richtig schön. Und dann gab es dieses hier. Auch richtig cool. Sind sozusagen, ich weiß gar nicht, Topps Comics oder so im Original gewesen, sind bei uns dann übersetzt worden, auch richtig Vollfarbe. Gab auch Indiana Jones davon, die haben dann 4 von Dark Horse übersetzt, auch richtig cool. Und wie gesagt, für den Preis habe ich gesagt, okay, nehme ich mit. Genauso wie ich mitgenommen habe, für 1,50 Euro, glaube ich. Das geht aber dann an meine Schwester, Ariel, die Meerjungfrau. Ihr wisst ja, Disney finde ich auch richtig cool, wenn so Zeichnungen da drin sind, die mir gefallen. So. Und wenn es so richtig schön ist, hier zum Beispiel auch, es ist jetzt nachgezeichnet, es sind nicht direkte Filmbilder, richtig hübsch. Und für meine Schwester, die ja auch sehr viel Disney macht. Ich verlinke mal hier unten heute oder da hier diesmal ihren Kanal, Miss Miniöhrchen. Sie hat auch noch einen anderen Kanal, Becky Lemon, aber Miss Miniöhrchen, da ist sie dann mit sehr viel Disney-Stuff unterwegs. Meistens so, wenn sie ihre Erlebnisse aus Euro Disney oder Disneyland Paris erzählt, was sie da gefunden hat, an Sachen, die sie gekauft hat und so weiter. Aber lasst sie selbst erzählen. Da unten ist der Link dann. Gut. Was habe ich da noch gefunden, wo ich dieses Buch gefunden habe? Habe ich noch für 1,50 Euro was gefunden. Und zwar aus dem Jahre 1986. Ein Panini-Sticker-Album. Und zwar Fallwild der Mauswanderer. Richtig schön. Ist zwar ein bisschen gebraucht, ist auch nicht wirklich vollständig. Ja, ihr seht das. Aber ja, findet man selten. Ist auch wirklich noch in gutem Zustand. Auch wenn die
Klammern, so ein bisschen anfangenden Rost haben, aber das ist halt normal. Ja, und das ist eigentlich das Album, ja, findet man selten. Ne? Habe ich so auch noch, ich habe ich in der Kindheit mal gesehen, aber wie gesagt, ist über 20 Jahre her, bei 30. Ja, ja, kommt so hin. Dann habe ich noch ein Album mitgenommen. Das hat 4 Euro, glaube ich, gekostet, dann im Bundle noch mit irgendeinem Spiel, das mein Bruder mitgenommen hat. Ich habe mir das nur in die Hand gedrückt. Das wird mich aber verlassen. Das habe ich mir mitgenommen für meine Kollegen. Und zwar Power Rangers Sticker-Album. Das ist jetzt für Serie 2 von Merlin. Könnt ihr sehen, hier ist so der weiße Ranger. Richtig cool. Hinten Limit-Werbung. Ja, wie gesagt, gab es für 4 Euro. Wird mich dann wieder verlassen. Ich bin jetzt nicht der Power Rangers-Fan, aber für meine Freunde, die Power Rangers-Fans sind, mache ich das gerne. Und diesen Stuff findet man ja nicht so häufig mehr. Was man auch nicht häufig findet, ist jetzt ein Stück meiner Kindheit. Und das ist wirklich aus Anfänge, an Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und zwar, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt das keiner von euch. Ich zeige es euch einfach mal. Und zwar habe ich gefunden, Magneto-Zeichenschablonen. Das sagt euch gar nichts. Von Sindbad. 50 Cent pro Zeichenschablone. Ich habe da noch ein paar weitere. Das sind wirklich so Schablonen. Das ist durchsichtig. Das wird auf ein Blatt Papier gelegt und dann zeichnet man nach. Das ist leider jetzt hier gebrochen, aber das macht es nicht. Ansonsten sind die in Ordnung. Man kann sie trotzdem noch benutzen. Ja, man zeichnet die nach und man kann dann sozusagen, wenn man sie ausgemalt hat, hätte man diese fertigen Figuren. Das ist jetzt hier, steht für Sindbad, das ist von 78, das ist 1978 rausgekommen. Ich hatte die auch in meiner Kindheit und habe sie erst sozusagen wiederentdeckt, als ich auf dem Flohmarkt da war. Und für 50 Cent das Stück habe ich gedacht, komm, nehme ich mit. Ich habe der Sindbad einmal das da, jetzt habe ich noch, ein Sindbad. Hier haben wir jetzt schön die Hauptfigur, auch richtig cool. Kann man auch eine Palme machen und den Rabe Sheila. Dann habe ich da mal mitgenommen, das ist jetzt die Hülle ein bisschen beschädigter, aber wie gesagt, 50 Cent. Die werde ich wohl nicht behalten. Ich sehe gerade, dass da noch eine falsche drin ist. Und zwar Heidi. Ist auch drin. Hier seht ihr sie. Kommt auch da wieder rein. Aber Tiere. Cool. Ja, das ist jetzt eine Überraschung. Aber passt nicht schlecht. Da ist eine. Vielleicht war es deswegen, weil sie auch Tiere hatte. Wie jetzt zum Beispiel ein Lämpchen, ein Lamm, Schafherde. Nicht schlecht. War eine Überraschung. Na gut, der nächste Teil, den ich gefunden habe, das ist überhaupt drin, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ja, ist drin. Und zwar auch von 77, Pinocchio. Richtig cool. Also ich finde die Dinger richtig cool. Ja, mit Rocco der Specht. Hier so ein Bild aus dem Film oder aus der Serie. Das ist Teil meiner Kindheit gewesen. Das waren so die ersten Zeichentrickfilme, dann auch mit Captain Future zusammen. Das ist jetzt auch aus dem Zeichentrickfilm. Ich vermute mal mehr. Keine Ahnung von welchem Zeichentrickfilm. Aber die Schlümpfe. Muss auch sein. Die gleiche. Habe ich noch einmal. Ein bisschen besseres Zustand. Die wird auch bleiben. Die wird mich verlassen. Hier kann man auch richtig schön die Schlümpfe draus kriegen. Und Papa-Schlumpf. Und das ist ja wirklich original, die Schlümpfe. Haben mal 3 D-Mark gekostet. Das muss man sich mal reinziehen. Das Interessante ist, ihr könnt hier oben sehen, das eine ist ein bisschen unterschiedliche Sprache, obwohl es das gleiche ist. Richtig cool. Also, da würde ich euch mal, würde ich gerne mal von euch wissen, wer kennt das? Wer kennt das von euch, diese Zeichenschablone? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir darüber was erzählen könntet oder wie ihr das findet. Also, wie gesagt, ich finde es richtig klasse und ja, bin völlig begeistert, diese Sachen. Das ist so ein Stück Kindheit, da habe ich als 5-Jähriger mitgezeichnet.
man hat die Fantasie spielen lassen dann auch. Man, das, ja, okay. Ihr wollt aber jetzt Games haben. Ich höre das raus. Ihr wollt mir hören, was ich aber hier in Games gefunden. Gut, ich weiß, es gibt jetzt einige auch, die sagen, okay, ich kann jetzt abschalten. Er hat jetzt die Filme gezeigt, er hat die Goodies gezeigt. Jetzt hat er nur noch Games. Ist das noch interessant? Das müsst ihr selbst entscheiden. Also, genau, ich habe jetzt hier Games. Ich fange an. Nee, die lege ich doch nochmal zurück. Ich mache mit PC-Spielen anfangen. Ja. Und zwar fange ich an, das war fast ziemlich früh am Anfang, wo wir es gefunden haben. Haben wir das für einen Fünfer mit noch einem PlayStation 2, einem PlayStation 1 Spiel mitgenommen und irgendwas noch. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Egal, 5 Euro waren das zusammen, also nicht wirklich viel Kohle. Aber die Big Box, oh ja, hier, das andere PC-Spiel, was ich dann noch habe. Also die Big Box von Star Trek Elite Force findet man selten und für den Preis kommt man nicht. Ich nehme es auch vollständig und sehr gut Zustand alles drin. Mit dabei war dann auch Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy in dieser Edition. Auch vollständig, im sehr guten Zustand alles. Top, kann man echt nicht gegen sagen. Später habe ich gefunden, irgendwann, ich habe da glaube ich auch 2 Euro für bezahlt. Ich bin ja so hier und da bei den Yu-Gi-Oh! Games am Kaufen und ich weiß nicht, ob ich die habe. Es gibt drei verschiedene Editionen. Es gibt die Kaiba-Edition, das ist jetzt Kaiba The Revenge, die PC-Spiel oder ein PC-Yu-Gi-Oh!-Spiel. Hier hinten drauf ist sogar das mit Yugi. Ich glaube, ich habe das mit Yugi. Yugi, genau, und es gibt noch mit Joey in der Edition, aber mit Kaiba, glaube ich, hatte ich nicht. Egal, für 2 Euro. Ansonsten wird es mich wieder verlassen. Das Handbuch ist auch dabei. Was fehlt, wie immer, sind die 3 Sonderkarten. Es gab immer 3 spezielle Karten, Yu-Gi-Oh! Karten, die sind immer weg. Ich habe noch nie eins mit einer Karte gefunden. Okay, bei denen, wo ich die DVDs gefunden habe von Jackie Chan, diese junge Dame hatte auch ein paar PC-Spiele dabei. Und da waren 2 Discs, da haben wir jetzt nicht großartig mit, ich weiß gar nicht, was die kosteten. Im Endeffekt haben wir ja ein Stück 1 Euro, 10 Euro gesamt mit den Ankram bezahlt. Ich habe ja auch die Tomb Raider Comics dazu und diese 2 PC-Spiele. Und zwar einmal Curse of Monkey Island, Monkey Island 3. Ja, sowas lasse ich nicht liegen. Und dann war dabei Final Fantasy 8, die PC-Edition, komplett alle Discs, fehlt natürlich die Big Box. Handbuch, denke ich, war auch in der Big Box dabei, aber das jetzt hier für den schmalen Kurs völlig in Ordnung. Das ist auch guter Tauschstuff, denn das ist schon in der Sammlung. Genau, und dann habe ich jetzt eine weitere Special Edition, bevor ich zu den richtigen Games gebe, weil dieser Special Edition, die wir gefunden haben, da ist, wie soll ich sagen, kein Game dabei. Ne, ist kein Game dabei. Und zwar handelt es sich um Sacred 2, Fallen Angel. Collector's Edition, da ist eine Figur noch dabei, da, was ist da überhaupt dabei? Eine Miniaturfigur, ein Hörbuch, ein Soundtrack, Artbook, Poster, Karte. Also alles dabei, ihr könnt es hier sehen. Das ist alles noch dabei, nur nicht das Game. Gut, das Game kriegst du für 1-2 Euro auf dem Flohmarkt, wo ich auch war. Aber die Collector's Edition, die sieht man nicht so häufig. Ja. Hat sich ja wirklich, ihr seht ja, der Tisch wird voll. Hat sich gelohnt. Und weiter geht's jetzt. Ich komme nicht zur Ruhe, weil es ist noch eine Menge. Ich habe hier PlayStation 1 Spiele. Bei dem einen stand, wie gesagt, wo wir auch das Elite Force Star Trek Voyager Big Box Spiel gefunden haben, lag auch Crash Bandicoot 2. Das gab es, wie gesagt, für einen schmalen Taler dazu. Aber da drin ist nicht nur das Spiel, obwohl es fehlt das Handbuch. Da ist auch Cover, Booklet und CD, aber kein Backcover von Crash Bandicoot Warped dabei. Also ich zeige euch das jetzt nur so. Ja, da sage ich dann auch, wo nehme ich mit. Na, ein bisschen crazy, aber was soll's, das ist jetzt die Platinum-Fassung. Kann man aber auch so machen. Für 1 Euro, ich lasse mir ja nicht mal Zeit zu reden. Ich habe auch ganz gemerkt gerade, dass ich mir gar nichts zu trinken hingestellt habe. So viel, wie ich jetzt labere. Und es ist ja noch so viel zu erzählen. Tomb Raider 3. Backcover und Disc. Mehr ist es nicht. Aber
gab es für 1 € oder sowas dabei, ne? Ein bisschen. Und für 2,50 €, und das ist ein Traumzustand, top wie neu. Also ich finde ich richtig klasse. Das wird wahrscheinlich bei mir auch in der Sammlung bleiben, weil ich finde es einfach vom Zustand so geil. Tomb Raider 4 The Last Revelation. Und das ist wirklich top. CD wie neu, Handbuch wie neu. Da ist noch die Werbebroschüre dabei. Und auch die Hülle ist top. Also ja, für 2,50 €, da kann man echt nicht viel falsch machen. So, und es geht weiter. Ich habe es jetzt ein bisschen sortiert. Nach PlayStation 1 kommt PlayStation 2. 4 PlayStation 2 Spiele haben wir gefunden. Das PlayStation 2 Spiel, was ich jetzt hier habe, das haben wir auch mit, wie ich sagte, mit der Big Box und mit dem Crash Bandicoot. Und es geht jetzt hier auch um Crash Bandicoot. Der Zorn des Cortex. In der Platinum-Fassung haben wir gleich mitgenommen. Ist auch alles in Top-Zustand. Alles dabei. Also super. Und dann haben wir mitgenommen, für 2 €, glaube ich, die Mumie kehrt zurück. Haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Wollen wir mal ausprobieren. Für 2 € haben wir gesagt, komm, probieren wir aus. Dann hier, das waren, glaube ich, 8 €, also 4 pro Spiel, wo mein Bruder zugelangt hat. Einmal eins, was ihm noch fehlte, Ace Combat Squadron Leader. Flugsimulation, Flug-Action-Simulation, wie auch immer. Bisschen mehr Action-Game. Das fehlt ihm noch. Und das fehlte auch. Ist aber nicht in der perfekten Edition. Star Wars Jedi Starfighter. Ich mache auf, dann seht ihr warum. Es ist nämlich eine Videothekenfassung. Aber für den Kurs geht es auch. Und es ist ein Spiel, was nicht so häufig zu sehen ist. Ja. Und damit ihr nicht zu lange warten könnt. Jetzt kommt PlayStation 3 wirklich da vorne. Das war ja nur eine Special Edition, wo nichts war. Das kenne ich überhaupt nicht. Vampire Reign Altered Species. Er sagte irgendwie was mit. Also mein Bruder meinte ich, der sagte da irgendwas mit einem speziellen Gerät. Spielbar. DualShock. Egal. Zeig euch das einfach. Ich weiß auch nicht, was es ist. Kann ich nicht zu sagen. Und ein Spiel, was eigentlich nur für die Sammlung ist, weil interessanterweise habe ich das in der Fassung nur als Presseedition. Also nie mit Cover. Und das ist Resident Evil 6. Fehlte mir noch in der Fassung. Das ist das ganz normale. Aber interessanterweise, mir ist aufgefallen, dass mir es seit Sommer fehlt. Oder nicht dass ich es nicht in einer richtigen Edition habe. Und seitdem auf dem Flohmarkt nicht gefunden. Ich meine, ich habe jetzt die ganzen Händler nicht durchgeguckt, aber ich wollte auch nicht 10 € dafür bezahlen. Ich habe jetzt für das Spiel 2 € bezahlt und das geht, genau. Das hat, glaube ich, auch um die 3 € oder so, 4 € gekostet. Nichts gekostet, das hat man mir geschenkt, hat ein Handbuch für Super Nintendo, SimCity 2000. Das nochmal so als Buch, aber jo, wie gesagt, hat jetzt nicht viel gekostet. Und dann habe ich jetzt hier 2 Switch-Spiele. Ich weiß nicht, was mein Bruder bezahlt hat, aber es war jetzt so 30 € pro Stück, glaube ich, mindestens. Einmal Harvestella von Square Enix. Ist noch sealed. Kann dazu nichts sagen. Es könnte aber ein Rollenspiel sein. Und Shin Megami Tensei von Atlus. Ist ja auch noch recht neu und wird auch gut gehandelt. Also deswegen, und das war jetzt von einem, der privat verkauft hat. Somit hatte man da jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es was Schlechtes ist. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Haufen von PlayStation 4 Spielen und dann sind wir durch. Und ihr seht, es ist wahnsinnig voll. Ja. Was hat das Spiel gekostet? 3 €, glaube ich, oder 2 €. Need for Speed, Hot Pursuit, Remastered. Das fehlt uns noch. Da habe ich 8 € bezahlt. Ist auch im schönen Zustand. Ich habe da auch nur die Pressefassung gehabt und irgendwie hat sich es ergeben. War auch relativ früher Kauf. Am Morgen so, glaube ich, so um 9, zwischen 8 und 9. Dragon Ball Xenoverse. Auch richtig schön, weil da der sehr guter Zustand und auch das Poster ist noch dabei. Also,
und als Dragon Ball Fan dachte ich mir, muss es auch sein. Ja, ein VR-Spiel ist jetzt hier Blood and Truth. Fragt mich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber auch 3-4 Euro. Oder vielleicht zwischen 5 bis 10. Manche haben so um den Preis auch gekostet. Oh, interessantes Game. Kenne ich nicht. Das hat, glaube ich, einen 10er gekostet. Und zwar die Kingdom Hearts Edition. Das ist Deutsch to Far. Das sind die verschiedenen mehrere Kingdom Hearts Teile. Teil 1 bis 3, 2,5 oder so. Keine Ahnung. Genau bin ich da auch nicht dabei. Auch hier ist, oh, kann man ja sagen. Hier habe ich Kingdom Hearts HD 1.5 und 2.5. Komm mal die CD hier entgegen. Und hier habe ich Kingdom Hearts 2, 8, Final Chapter, Prolog. Okay, ihr wisst vielleicht besser Bescheid. Ich kenne die Spiele, aber ich bin jetzt da nicht so tief im Universum drin. Der Nummern meine ich jetzt, der ganzen Teile. Ja. Was, glaube ich, 3 Euro gekostet hat hier, das nächste Vampire. Von Do Not. Ist ja von den Machern, die auch Life is Strange gemacht haben. Ja, für den Kurs kann man das auch dann mitnehmen. Dann auch so um die 5 bis 7 Euro das Stück, glaube ich jeweils. Ich habe jetzt noch 3 Games, und zwar einmal Zombie, die PlayStation 4 Version, von der, die Version, die auf der Wii U ursprünglich war, jetzt für die PlayStation 4. Dann Republik, sagt mir gar nichts, ist von NIS America rausgebracht worden. Schleich-Action steht hier, Systeme hacken, irgendwie so ein Science-Fiction-Action-Spiel. Ich kenne es nicht. Und das letzte ist von DreamWorks, Dragons Aufbruch, neuer Reiter. Ja. Und das war's. Das war die Ausbeute von 6 Stunden auf einem Flohmarkt. Ja, der voll war, wirklich massig, bei schönem Wetter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Farbe gekriegt. Das werde ich aber erst morgen sehen, wenn es ein bisschen durchzieht. Ja, ansonsten hoffe, das hat euch gefallen, was ich euch gezeigt habe. Sagt mit mir oder sprecht mit mir da unten in den Kommentaren, was euer Highlight war. Sagt mir auch, ob ihr diese Schablonen kennt. Was findet ihr hier richtig cool? Ja. Lasst es mich wissen einfach. Ansonsten, wenn es das Video gefallen hat, ich freue mich über ein Like. Die Glocke ist da, damit ihr wisst, wann ich ein neues Video hochlade. Ne? Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ich habe heute, glaube ich, viel zu viel gelabert. Oder noch nicht mal viel gelabert, weil ich euch auch gezeigt habe, was ich hier habe. Das ist ja nicht wenig. Genau. Deswegen soll es das jetzt gewesen sein. Ich werde jetzt hier gleich noch versuchen, so ein bisschen die Dinge noch mal zu zeigen für euch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.